Willkommen zurück in der Zeit, in der Frühgeschichte der Menschheit bei Dawn of Man. Ja, wir sind im Sommer mal wieder. Das ist unser möglicherweise 100. Sommer. Gibt es dafür eigentlich Achievements, wenn man so und so viele Jahre überlebt? Das gibt's natürlich wieder nicht. Für jeden Scheiß kriegst du hier Chivos, sogar für zwei Steinkreise gebaut, aber nicht für ein paar Jahre überlebt. Mann, ihr Arschlöcher. Gemeinheit. Na gut, was ich... Oh, hier zuppeln sie gerade für den Dolmen, die den dritten Megalithen ran. Sehr gut. Das sieht doch jetzt hier mal richtig schön steinzeitlich aus, oder? Da wird Stein gehauen mit Eselskarren und hier ziehen drei Dödel den Megalithen. Entschuldigung, drei tapfere Bürger. Ihr macht das ganz toll. Ihr seid möglicherweise die größten Helden, die dieses Dorf jemals hatte. Wahnsinn. So, wir machen weiter mit dem Ausbau des Dorfes in Richtung bronzezeitlicher Superarchitektur. Da ist noch einiges zu tun. Denn, das betrifft ja vor allen Dingen die Bausubstanz der Häuser, dass da aus Lehm Steinhäuser werden. Was kostet das an Stein? 8. Das kann ich mir leisten. Oh, jetzt habe ich aber nicht aufgepasst. Es kostet auch 8 Stroh. Stroh habe ich nämlich nicht so viel. Dann lassen wir das vielleicht doch. Dann baue ich jetzt erstmal 1 aus, weil 8 Stroh habe ich gerade noch. Es sei denn, das fressen jetzt die Tiere. Yeah, Dolmen. Dolmen. Auch schön im Schatten von dem Baum und so kann man hier schön nochmal ein bisschen hart abdolmen. Das finde ich gut. Ja, kann man hier ein bisschen beten. Toll. Toll, toll, toll. So, jetzt haben wir natürlich nicht genug Stroh wahrscheinlich, um das Ding zu bauen. Dass das so viel Stroh kostet, ist ja mal ärgerlich. 3, okay, ich brauche echt mehr Stroh. Oh, wo, irgendwie ist jetzt gerade... Oh. Bauen die, wenn die hier das auseinandernehmen, kriegt man dann auch Stroh zurück? Ach nein, hier wird jetzt gerade geerntet. Ja, ist ja geil. Na dann, komm. dann ziehen wir es jetzt durch. Ja, ich weiß, das Stroh brauchen auch die Tiere, aber hier drüben ist ja auch noch mehr. Also es ist ja nicht so, als würden wir nicht doch eine ganze Menge von dem Zeug abbauen. Ich weiß natürlich jetzt nicht so genau, wie viel in einem so einem Feld drin steckt. Aber bestimmt schon mal 30 oder so. Hier liegt ja jetzt auch ordentlich was drinne. Und vor allen Dingen gewinnen wir dadurch ja doch eine ganze Menge, nämlich ein Drittel mehr Speicherkapazität. Wenn die alle ausgebaut sind, hier haben wir ein Drittel mehr Speicher in unserem Hauptlagerraum. Hauptlagerbereich hier vorne im Dorf. Das kann uns schon nützlich werden, sagen wir es mal so. So, wie sieht es denn an der Werkzeugfront aus? Ich habe nicht so viele Hacken. Ich habe nicht so viele Äxte. Ich habe überhaupt noch nicht viele bronzezeitliche Sachen. Dabei habe ich aber schon eine Menge Bronze. Da könnte man mal von allem hier ein bisschen was herstellen, um da mal ein bisschen voranzukommen. Dass wir eben auch quasi Hightech-Waffen dann eben am Start haben. Angeln könnte man auch noch ein paar mehr bauen. So, haben wir nochmal 5 Angeln gebaut. Bögen habe ich eigentlich noch ganz ordentlich. Wagen habe ich noch ganz ordentlich. Klamotten sieht ganz gut aus. Da habe ich insgesamt auch über 50 von warmen und kalten Klamotten. Ja, ich glaube, da brauche ich jetzt von den Feuersteinsachen hier erstmal nichts mehr herstellen. Nicht unbedingt. Oh, wie schön das ist, was ich hier an geilem Zeug habe. Super. Das Ding hier ist voll, ne? Da passen nur 40. Wir haben nur wenige Erntewerkzeuge. Na, weiß ich jetzt hier nicht. Haben wir echt nur wenige Erntewerkzeuge? Hacken, Sicheln. Naja, klar ginge da noch mehr, aber... Ihr habt doch alles geerntet bekommen. Was beschwert ihr euch denn jetzt? Ist ja jetzt nicht so, als wäre schon tiefster Winter. Also... Ich meine, ja, es ist nicht so viel da, aber es hat völlig ausgereicht.
Muss man jetzt auch einfach mal sagen. So, kommt, wir bauen hier noch ein Haus aus. Und noch eins, weil es gerade so schön ist. Die Innenstadt wird jetzt mal abgegradet hier, bevor der Winter kommt. Okay, das schaffen sie nicht. Am Anfang des Winters, wenn der Winter noch nicht so kalt ist. Die haben es gerade geschafft, die beiden Häuser abzureißen, wenn der Winter anfängt. Wir sind ja gleich so weit. Der Herbst ist gleich vorbei. Na? Der Händler ist angekommen. Sehr gut. Dann werde ich jetzt erstmal wieder Bier kaufen. Hat er nicht so viel von. Überhaupt nichts Geiles hier irgendwie. Bronze. Kann ich selber herstellen. Brauche ich nicht kaufen. Das ist ja eher so ein bisschen tragisch, das Ganze. Nahrung habe ich auch nicht mehr so viel. Ich hatte mal mehr Fleisch. Aber ich habe auch echt, echt, echt lange niemanden mehr zur Jagd geschickt. Also, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Okay, dann schicke ich jetzt mal zwei Wolle ins Rennen. So, gegen ein Bier. Dann können die Leute mal ein bisschen saufen. Warum habe ich denn nicht mehr so viel Fleisch? Muss ich mal wieder jagen gehen oder was? Was ist hier los? Oh, guckt euch das mal an, was hier abgeht. So. Jetzt aber mal ran hier an die Tierbuletten. Das sind ja wirklich Buletten dann. Hier irgendwas Spannendes dabei? Irgendwelche Hirsche? Nee. Kann ich nicht domestizieren. Das ist alles nicht so toll. Hier hinten sind noch Esel. Ein paar Esel wären natürlich nicht schlecht, aber ich habe schon fünf. Lassen wir das. So. Jetzt Großjagd. Großjagd-Action. Da kommen die Jäger. Da ist die Jagdgruppe ist unterwegs. Und hopp, hopp. Macht mal ein bisschen Action hier. Da entkommen die Tiere. Na, guck mal, den Kleinen da. Den Kleinen. Den haben wir. Kupfermine erschöpft. Das ist schlecht. Denn das heißt, ich muss mir eine neue Kupfermine besorgen. Hier hinten wäre noch eine. Ansonsten hier um die Ecke. Dann nehmen wir die. Dann baue ich nämlich direkt eine. Nein. Bei Metallurgie. Kupfermine. So. Bei Kupfer brauchen wir nun wirklich viel. Sowohl für kupferzeitliche Sachen als auch für bronzezeitliche Dinge. So. Was ist denn mit dir hier, mein Freund? Willst du vielleicht mal auch dran glauben? Mitten im Dorf gestorben. So einfach kann's gehen. So. Können ja mal wieder ein paar Häute produzieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht das Schlechteste, auch mal wieder ein, zwei davon zu haben. Weil da haben wir nur noch sieben. Da geht bestimmt mehr. Die nächsten Steinzeithütten sind so gut wie fertig. Die nächste. Haha. Ja, super. Brennmaterial. Haben wir noch Holz? Wir haben überhaupt kein Holz mehr. So richtig. Sieht irgendwie schlecht aus. An der Holzfront. Wo fäll ich denn mal ein paar Bäume? Hier hinten vielleicht. Da können wir mal ein bisschen. Hier müssen keine Bäume rumstehen. So, bei meinem Dorf finde ich das ganz nett und bei meinem Steinkreis und so. Aber ich sag mal, es gibt hier Ecken, wo nicht jeder Baum ist gleich. Nicht jeder Baum hat das Recht, stehen zu bleiben. Wieder ein Schlitten, musst du dann glauben. Aber ich habe ja schon ein bisschen vorproduziert und mehr Wagen gebaut. Hier stehen ja sogar noch zwei, die gerade nicht genutzt werden. Da mache ich mir also nicht so viele Sorgen. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Holz. Sehr gut. Hier brauchen wir mal ein bisschen Brennmaterial. Sonst frieren die Männchen da. Die Männchlein. Die Nahrungsgetreidespender hier, die sind alle schön voll bis oben hin. Irgendwie hier fehlt es an Stein. Habe ich nicht irgendwie vor längerer Zeit schon mal den Auftrag vergeben, hier Stein zu hacken?
Ich dachte eigentlich, ich hätte da irgendwie gesagt, jetzt mal ran an den Stein, aber das habe ich wohl falsch verstanden. War auf jeden Fall mein Fehler, also nicht etwa eurer. Was hast du diesmal? Schwertherstellung. Oh jei. Aber ich habe nicht so richtig viel, was ich tauschen kann. Klamotten könnte ich tauschen. Bronzewerkzeuge, Kupferwerkzeuge, das ist alles so ein bisschen sehr wertvoll. Angeln könnte man noch tauschen. Das kostet ja 420. Wie soll ich das zusammenkriegen? Selbst wenn ich jetzt meine ganzen Angeln mal hier raushaue. Und die Kupfer Dinge komme ich gerade mal auf das. Aber es wäre natürlich schon cool. Hier so ein bisschen Stoff, da kriegen wir auch noch mal 70 zusammen. Komm, noch mal ein bisschen Leder. Da habe ich eigentlich auch genug. Da können wir mal so. Ja, schau her, da schau her. Wie gut das funktioniert. Zack. Schwertherstellung freigeschaltet. Nice. Nicer Scheiß. Wo kann ich das denn herstellen? Hier hinten. Yeah! Bronzeschwerter. Ho, 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 ho. Jetzt hau ich euch alle zu Brei, wenn ihr mir blöd kommt. Nihihihaha. So, jetzt stellen wir hier gerade aber noch ein paar Sicheln her. Den Winter überlebt. Sehr schön. Habt ihr das gemacht? Brav. Ganz brav. Aber Angeln muss ich jetzt ersetzen, weil ich habe alle Angeln verkauft. Das ist sehr, sehr dumm gewesen. Oder beziehungsweise sehr, sehr fahrlässig. Ja, ist vielleicht ein bisschen viel. Das sind jetzt 8. Er stellt mal 10 Angeln her. Das sollte dann erstmal wieder reichen. Irgendwie so richtig. Vielleicht mache ich mal eine dauerhafte Steinabbaugeschichte hier. Feuerstein, Stein holen. Stein holen. So, Stein gehabt. Die Mine hier ist am Start. Die neue Kupfermine. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Stein brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge, einfach weil wir jetzt alles nach und nach hier upgraden können. Momentan habe ich 55 Leute, kann ich haben. Da geht auch noch ein bisschen was. Gut, graden wir mal wieder zwei Hütten ab. Graden ab. Das sind deutsche Wörter, meine Güte. So, macht mal ein Schwert. Ich will mal ein Schwert sehen. Stellt mal eine geile Waffe her. Nicht so eine schwache Mistwaffe, sondern eine geile Waffe. Wir haben ja an sich genug Bronze. Was ist hier? Wieso ist jetzt hier rot? Bevölkerung, Kapazität 47. Ach so, weil die Häuser gerade abgerissen sind. Ja, ist ja gut, die werden ja gerade neu gebaut. Chillt mal, Leute, ey, ganz ehrlich. Da hat man mal für 3 Minuten nicht genug Häuser. Sofort machen sich alle in die Hose. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, ey. So. Was haben wir doch hier? Mauern. Mauern können wir auch mal bauen bei Gelegenheit. Spirituell habe ich mittlerweile alles irgendwie doppelt und dreifach gebaut. Hier bin ich auch am Maximalpunkt. Eisen können wir noch nicht abbauen. Werkstatt habe ich, Ausstatter habe ich, Weber habe ich. Hier habe ich auch alles gebaut. Bei Lagern, das Lagerhaus habe ich mittlerweile auch gebaut. Und das Gemeinschaftshaus habe ich auch gebaut. Ja, also gebäudetechnisch bin ich, glaube ich, jetzt so ein bisschen outgemaxed. Jetzt kommen noch so ein paar Sachen hier dazu, so Wasserkraft und sowas. Da kommen wir auch noch hin. 5 Gemeinschaftshäuser gebaut, sehr schön. Da gibt es Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. We like Punkte. And we cannot lie. Das erste Schwert hat er jetzt hier auch hergestellt. Super. Super. Und ein paar Äxte können wir noch gebrauchen. Ein paar Messer.
So, wir kriegen ja auch überall noch Pünktchen, Wissenspünktchen dafür, wenn wir dann immer 10 von den jeweiligen Sachen haben. Also zum Beispiel Sicheln brauchen wir noch ein paar Hacken, Äxte. Das bringt ja nichts, dann jetzt irgendwie 8 davon zu haben, sondern müssen wir schon mal in Richtung 10 auch gehen. Wo sind denn Messer? Hier ist Messer. Ein neues Menschlein ward geboren. Schön. Der Händler ist angekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Händler, was hast du denn zu handeln? Du hast zu handeln immer noch die Viehdomestizierung, aber nö, danke. Und sonst nichts Spannendes. Ja, schade. Ja, Viehdomestizierung brauche ich nicht. Ich habe genug Fleisch. Das ist wirklich die Forschung, die lasse ich jetzt hier gerade mal versauern. So wie die Milch, wenn sie nicht abgemolken wird. Weil das bringt mir jetzt. Habe ich nicht das Gefühl, dass mir das viel bringt. Das Spiel ist tatsächlich jetzt eher so ein vor sich hinsiedeln, ne? Also so eine richtige irgendwie Herausforderung à la Banished, dass es tatsächlich auch umso größer das Dorf wird, immer schwerer wird. Habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Es ist eher so, es dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Auf einem guten Spaßniveau, also es macht ja Spaß, das Spiel, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl, es könnte mir noch ernsthaft was passieren. Die Räuberangriffe bestehen aus 5 Leuten. Ich habe 50. Also wenn sich da auch nur die Hälfte bewaffnet, bin ich 5 zu 1 überlegen. Außerdem habe ich Mauern, also Zäune und so. Ich habe 30 Tiere, die ich im Zweifelsfall alle schlachten kann, um irgendwie 2 Winter komplett zu überstehen. Unter der Annahme, meine gesamte Nahrung wäre jetzt plötzlich vergammelt, was nicht passiert. Es gibt keine Naturkatastrophen, die mir gefährlich werden können. Es gibt keine Krankheiten, die so schlimm sind, dass mehr als irgendwie mal eine Person krank wird oder mal 3 Tiere oder so. Oder mal eine Art Tiere oder eine Art Getreide oder so. Das ist alles eher ein bisschen unproblematisch, muss man mal sagen. Ich weiß nicht so genau, wo noch die Herausforderung dann herkommen soll. Das ist jetzt mehr so ein Warten, Zugucken, sich ergötzen daran, wie schön das Dorf sich so entwickelt. Dann ein bisschen die Herausforderung sich halt angucken, da entsprechend die Punkte sammeln, dass man vorankommt bei den Wissenspunkten. Zum Beispiel brauche ich jetzt noch ein paar Hacken, Sicheln und Äxte. Hacken, Sicheln und Äxte, okay. Hacken, Sicheln, Äxte. Ja, aber das ist es dann auch. Also wenn ihr erwartet habt, das ist hier. Oh, ein Räuberangriff. Das ist hier wie Banished oder wie. Oh, jetzt sind es so ein paar mehr. Ich will mich vielleicht, habe ich mich zu früh gefreut. Wer weiß. Aber auch die werde ich, glaube ich, besiegen können. Dafür muss ich aber mal alle zu den Waffen rufen. Zu den Waffen! Also wer erwartet hat, dass das wie die entsprechenden anderen Spiele ist, die so eher auf Überlebenskampf setzen. Das ist jetzt eher nicht so. Also hier geht es dann doch noch ein bisschen doller um schön siedeln sozusagen. So, wie viel seid ihr denn? 5, 6, 7, 8, 9. Oh, immerhin. Das ist ja schon mal relativ heftig. Kommt, das Schaf darf auch zurück ins Dorf. So, macht sie alle kaputt. Ja, dann, wo gehobelt wird. Wer geht denn auch nach vorne in die erste Reihe? Also. Yay, Räuber getötet. Leider 2 Leute verloren. Zwei meiner Leute verloren. So, lebt hier noch irgendwo einer? Nö. Das war's schon wieder. Ja. Das war machbar. Leider 2, ne, tapfere Mitglieder meines Stammes verloren. Darauf ein Bier. So, Braun freigeschaltet. Was muss ich jetzt machen? Schalte die Produktion von Bier frei. Wie produziere ich denn Bier?
Bierbrauerei. Ein Ort, an dem Bier gebraut wird. Wer hätte das gedacht? Dass das so funktioniert. So, die Bierbrauerei, die kommt jetzt mal hier schön an den Fluss unter die Bäume. Das ist gemütlich, das ist schön. So mögen wir das. So, da können jetzt aber demnächst mal wieder ein paar Leute beitreten. Ich habe jetzt knapp 10 freie Plätze, 11 sogar. 12. Da ist jemand an Altersschwäche gestorben. Passiert. Diese Wachtürme, die halte ich für relativ nutzlos, muss ich ehrlich mal sagen, weil die stürzen doch ziemlich schnell ein. Wenn angegriffen, da warte ich noch so ein bisschen auf die nächste Technologiestufe. Verstärkte Befestigung müsste das ja dann sein. Brauerei, sehr gut. Braucht man Getreide und... Jetzt können wir das ganze Getreide hier auch endlich mal für irgendwas gebrauchen. Und Bier kommt dann dabei raus. Sehr schön. So, wir haben wieder nicht so viele Erntewerkzeuge. Aber ich sag mal, mit 9 Erntewerkzeugen sollte es doch möglich sein, hier mal so ein bisschen was wegzuernten, oder? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt deutlich zu wenig ist. 3 neue Leute beigetreten, genug Messer hergestellt für wieder einen Punkt. Super, wir sind wieder 50. Es hat sich so ein bisschen bei 50 eingependelt. 500 Getreide abgebaut, auch schön. Jetzt müsste ich ja gleich noch ein paar Pünktchen bekommen für die Herstellungssachen hier. Oh, ich habe wirklich zu wenig Erntewerkzeuge. Sie haben es nicht geschafft, alles abzuernten. Okay, dann muss ich für nächstes Jahr, dann produziere ich jetzt mal genug Erntewerkzeuge. Da ist etwa ein Drittel des Feldes ist nicht vernünftig abgeerntet worden. Das ist natürlich tragisch, möchte ich sagen. Sowas darf nicht passieren. Brauche ich hier irgendwas? Ich kann ein bisschen Stroh kaufen. Ein bisschen Stroh. Esel kaufe ich nicht. Esel kaufe ich nicht. Kofschnitt. Den Müll. So, Steine. Feuersteine brauche ich nicht mehr so viel. Komm, können wir mal ein paar weghauen. Gegen ein bisschen Stroh. So, dann können wir ja auch mal wieder 2 Häuser upgraden. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich glaube nicht, dass ich da ein Problem kriege, ehrlich gesagt. Wenn da die alle mal auch einziehen, die Leute, dann haben wir halt knapp, was sind das dann, 60 Unterkünfte, 61. Ich glaube, 10 Leute mehr kann ich gerade noch versorgen. Also nicht mit Bier, da habe ich erst 1. Aber mit allem anderen. So, jetzt muss ich es nur hinkriegen, wirklich mal hier genug... Hacken habe ich nicht mehr viele und Sicheln habe ich auch zu wenig gehabt. Das ist natürlich blöd. Natürlich sehr ärgerlich, wenn es tatsächlich zum Erntenotstand dann kommt und wir nicht genug ernten können. Du musst mir nicht alle 30 Sekunden sagen, liebes Spiel, dass ich nicht genug Erntewerkzeuge habe. Also, schon klar, ich sehe das. Es ist auch gerade Winter, also jetzt wird eh nicht geerntet. Ich produziere ja auch gerade neue. Guck mal, es werden schon mehr. Liebes Spiel. Es werden mehr. Ha. Kupfererz. Oh, jetzt kriegen wir auch noch diese ganzen Erzsachen mal so ein bisschen. Bronzesichel. Ich sammle die Punkte. Ey, ihr könnt es nicht glauben. Man soll 3 Brauereien bauen. Wozu brauche ich die denn? Gemeinschaftshaus. 2 weitere. Gleich wird noch eins fertig. Dann kriege ich auch wieder Punkte. Cool. Bären soll ich umbringen. Gibt es hier noch Bären irgendwo? Bärchen? Da ist ein Bär. Kollegen. Bärentöter. Kommt. Ich tue alles nur für die Punkte. Das wisst ihr doch. Alles für die Punkte. Alles für die Punkte. Die Bärenjagd geht los. Es ist die Bärenjagd-Saison. Yeah, ein Wissenspunkt. Cool. So kann man das natürlich auch machen. 75 Bevölkerung. Ich brauche noch 7 Tiere, die ich domestizieren muss. Wölfe töten. Mufflons. Wilder Esel.
Nein, wer tötet denn Esel? Wer wird denn sowas tun? Das ist ja nicht nett. So kleine Eslis. Ja, die eine Hütte machen wir noch. Ja, so geht das alles seinen Gang. Wir brauchen natürlich noch mehr Sicheln dann. Dass wir nie wieder in die Verlegenheit geraten, dass es nicht genug Erntewerkzeuge gibt. Was für eine Katastrophe. Also, Skandal, möchte ich sagen. Gut, mit diesem Skandal verabschieden wir uns dann auch. Das wird mir nicht nochmal passieren. In der kommenden Folge wird geerntet, was das Zeug hält, und zwar mit genug Werkzeugen. Und dann schauen wir mal, dass wir auch zeitnah in das nächste und letzte Zeitalter, in die Eisenzeit vordringen. Ich hoffe, das klappt, weil die Leute sind jetzt abgelenkt. Die haben jetzt jede Menge Bier. Ich weiß nur, dass in vielen Gesellschaften das zu einem Problem werden konnte. Mal schauen, ob das bei uns auch so ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.